Ich bin hier in der wohl krassesten Wasserrutsche der Welt. Das ist einfach eine Riesenrutsche mit einer Rampe am Ende und ich versuche da einen Dreifachsalto runter zu machen. Let's go! Es gibt ja auf jeden Fall kleine Rampen und da hinten gibt es die Mega-Ramp. Also die werden immer höher, immer höher. Ich glaube, die ganz kleinen, die lasse ich. Das brauche ich nicht, aber ich glaube, ich fange bei den mittleren an und guck mal, wie das Ganze läuft. Also, ich nehme euch erstmal POV mit. Oi. Ich gehe direkt auf die mittleren und ich hoffe, das funktioniert alles, weil mein Ziel mit dem Dreifachsalto wäre geil, aber ist schon heavy. Aber ich habe Videos gesehen, wo welche sogar Vierfachsaltos gemacht haben, also ist, glaube ich, ein Dreifachsalto auf jeden Fall möglich. Aber jetzt erstmal ein bisschen warm rutschen. Ich bin sehr gespannt. Und es gibt manche, die sind sogar von dem Dach gesprungen, von dem Dach da rein. Also nochmal viel mehr Schwung. Eieiei, das ist schon krass. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Es gibt ja auch sogar so eine Holzrampe, um mit dem BMX oder sowas runterzufahren. Hätte ich auch ultra Bock drauf. Aber ich glaube, dafür muss man sein eigenes BMX mitbringen, weil ich sehe nirgendwo welche rumfliegen und sehe auch keinen, der das macht. Aber wenn jemand zufällig später das macht, frage ich ihn auf jeden Fall, ob ich das auch machen kann, weil da hätte ich ultra Bock drauf, hier mit dem BMX einen fetten Backflip oder so zu machen. Ich kann es zwar absolut nicht, aber ich glaube, das wäre auf jeden Fall geil. Was auf jeden Fall nice ist, die Rutsche ist sehr gepolstert. Also ich war auch schon mal auf der Rutsche in der Area, aber die ist absolut nicht so steil und absolut nicht so krass. Und die ist sau gepolstert, deswegen machen die Leute hier auch Saltos in die Schräge rein, um am Ende dann noch mehr Saltos rauszumachen. Aber die Leute fliegen schon echt extrem krass. Also ein bisschen Angst habe ich auf jeden Fall, aber ich glaube, das wird geil. Ich glaube, ich fange erstmal mit dem Auerbach an oder Doppel-Auerbach, gucke, wie sich das verhält und danach geht es an die Vorwärtssprünge. Ja. Ich verstehe nur kein Wort, was die Security-Leute sagen, weil es alles auf Französisch ist. Aber egal, klappt schon. Also ich bin auf jeden Fall auf Bahn 5, das heißt Sync oder Synke oder irgendwie sowas. Das verstehe ich bestimmt. Das heißt, ich warte jetzt auf das Go. Und dann geht's hier runter. Und ja, das ist schon eine mit der steilsten Rutschen. Danach gibt es nur noch ein paar weitere. Okay. Ja, das brauche ich nicht. Ich verstehe das nicht, aber egal. Sprachen lernen, Bubble. Alter, das war auf jeden Fall krass. Viel krasser als die in der Area. Aber es ist dasselbe Problem. Unten sammelt sich Wasser und du kriegst so viel Wasser ins Gesicht, bevor es in die Luft geht. Und in der Luft musst du erstmal irgendwie gucken, dass du was siehst, weil du alles verschwommen siehst. Aber ich glaube, vorwärts geht das ein bisschen besser. Das heißt, selbe Rutsche nochmal, aber diesmal auf dem Bauch, Kopf voran und dann probiere ich einen Flüffes zu machen, also Doppelvorwärtssalto, halbe Schraube. Ich glaube, das sollte ganz gut funktionieren. Also, wieder hoch, let's go. Jetzt geht's los. Also man kriegt auf jeden Fall immer noch viel Wasser ins Gesicht, auf dem Bauch oder wie auch immer, aber ist okay. Also man kann nicht so gut spotten, aber ist okay. Und jetzt geht das schon direkt wieder los. Los geht's los. Eieieiei. Jetzt geht's für mich nach ganz oben. Ich gehe jetzt an die steileren Rampen. Aber ich mache jetzt mal einen Dotz. Also ich fliege gerade hoch und lande dann auf dem Bauch. Ich glaube, dann kann ich es ein bisschen besser einschätzen, wie die Flugphase ist, Flugzeit. Und ich guck mal, dass ich immer wieder die Kamera in die Hand drücke. Weil das will ich ungern mit der Kamera in der Hand machen. Sieht auf jeden Fall viel krasser aus hier oben. Hat es schon anders wild. Junge. Ist auf jeden Fall eine krasse Flugphase. Jetzt guck ich mal, dass jemand für mich filmen kann. Also, das Geile ist, auf der Rutsche 8 ist kein Wasser unten, da ist viel weniger. Das heißt, ich hatte die ganze Zeit klare Sicht. Ich glaube, das ist meine Go-To-Rutsche. Die Flugphase war richtig geil. Etwas mehr als 10 Meter von der Airtime, also von der Länge, wie man in der Luft ist. Und ich probiere jetzt da nochmal einen Rückwärtssalto, also einen Auerbach. Und vielleicht auch einen Doppel. Ich glaube, ich probiere mal einen Doppelsalto. Sollte auf jeden Fall funktionieren. Das ist so geil. Also ich feiere es hier auf jeden Fall mega.
Put it on fire, can't stop talking. You might say I'm fat, but I say I'm bulking. Shot in the leg, ain't even keep walking. Duck free, me, stop talking. Like a mouse, I buy, I got work. Think I'm out of place like a damn mouse watch. Pick up with the rest, is it no. Flex on them, running like clones up. So, ich setze mich jetzt mal rückwärts hier hin und gehe rückwärts hier runter. So, ich probiere jetzt auf jeden Fall einen Suki, also vorwärts halt auch halbe Schraube, rückwärts halt, und mal gucken, ob das klappt. Ja, aber ich denke mal, es wird auf jeden Fall irgendwie funktionieren. Ich frage gerade nach für die größte Rampe, weil die ist eigentlich nur für die Leute, die hier bei einem Wettkampf und so mitmachen. Weil die Rampe, die ich gerade gemacht habe, wird auf jeden Fall knapp für ein Dreifachsalto, aber geht auf jeden Fall auch. I want to ask for the big jump, for the big water slide. I asked your colleague and he told me it's just for you. Because I want to go a triple slide. He's the big one, the biggest. The big, no, it's not possible. It's not possible anyway. No, it's not possible a big. So no chance? Only one day for a year. Only one day in the year to do the big one. Shit. Sieht schlecht aus mit der großen Rutsche. Aber er meint, er guckt mal ein bisschen zu. Und wenn er sieht, dass ich es wirklich kann, dann wird er wahrscheinlich sagen, ja, okay, komm, ist okay. Deswegen, ich bin auf jeden Fall gespannt. Irgendwann später. Geil. Ich habe gerade die Bestätigung bekommen, ich darf auf diese Rutsche. Ist auf jeden Fall abgesperrt, aber ich darf hier drauf. Richtig geil. Das dürfen echt nicht viele, deswegen richtig geil. Talking, you might say I'm fat, but I say I'm bulking. Shot in the leg, ain't quit bulking. Duck free, me, stop talking. Like a mouse, I got work. So I'm out of place like a damn mouse boy. So, Rutsche 10, die größte Rutsche, ich darf sie rutschen. Habe ich gerade einmal gemacht, aber die war nicht nass. Das heißt, ich war ein bisschen am Kleben im Bauch. Ich hoffe, das ändert sich jetzt gleich. Und da werde ich auf jeden Fall den Dreifachsalto probieren. Ich werde ein Cliffes Hara machen. Vorwärtssalto, halbe Schraube, Rückwärtssalto. Also ich mache noch ein, zwei Sprünge zum Checken und danach geht's an den Sprung. Ich mache jetzt noch einen Testsprung, weil die Rutsche immer nicht ganz nass ist. Und dann geht's in den Cliffes Hara, also ein Dreifachsalto von der Mega Ramp. Ich habe ein bisschen Angst, aber es wird geil. Keine Ahnung, wo das jetzt passiert ist. Es geht los. Ich mache mich bereit für den Triple. Ich glaube, das geht und im Worst Case lande ich halt auf dem Bauch. Es sind halt auch nur 7 Meter, die man ungefähr hochfliegt. Glaube ich. Ich kann es nicht einschätzen, aber man fliegt halt hoch und runter. Deswegen hat man einfach viel mehr Zeit. Problem ist halt einfach, dass die Rutsche so trocken ist, weil die so steil ist, das Wasser direkt runterläuft und dann der Rest verdampft. Das heißt, ich habe mir gerade auch schon den Fuß daran wahrscheinlich ein bisschen verbrannt. Aber egal, das kriegen wir hin. Ich gehe jetzt hoch, ziehe den Triple durch und ich hoffe, das klappt. Also, wir sehen uns oben. Einmal nass machen hier. Und dann geht's gleich los. Okay, ich glaube, als nächstes bin ich dran. Okay, jetzt oder nie? 3, 2, 1, let's go! Ich hab's geschafft. Ich war viel zu langsam, weil es einfach nicht nass ist am Ende. Aber es hat geklappt. Oh, ich bin so happy. Da oben wird jetzt gerade die Kette gelöst. Ich glaube, da kann man jetzt mit dem Ski oder Snowboard oder wie auch immer hoch. Ich schau mir das mal an. Ach krass, nee. Wir können sogar mit dem BMX jetzt fahren. Richtig wild. Bin ich auf jeden Fall gespannt. Also ich bin schon mal Dirtbike gefahren. Ja, und jetzt geht's hier mit dem BMX rein.
Crazy. Yeah. Das sah auf jeden Fall geil aus. Crazy. Bin ich gespannt, was ich auch mal machen darf. Ich hätte halt Bock, auch einen Backflip zu probieren und vielleicht einen Barspin oder Tailwhip, weil das sind einfach zwei richtig geile Tricks. Barspin, glaube ich, stelle ich mir relativ simpel vor. Tailwhip ist ultra schwierig. Ich glaube auch schwieriger als ein Backflip. Ja, mal schauen. Nice one. So, als nächstes macht der Kollege jetzt hier einen 360. Auch richtig wild. Let's go. Oh! Oh! Ein bisschen mehr 260, what? Oh! So, jetzt kommt ein Doppel-Rückwärtssalto mit dem Bike. Auch komplett insane. Ich muss erst mal fragen, wie der heißt. So, what's your name, man? What's your name? Rüttich. Rüttich? My name is Rüttich. Nice, I'm Leon. And you? Leon. Leon. Yeah. Yes! Yeah! Dope, man. Very nice. Jetzt bin ich dran. Ich darf auf jeden Fall an die Kleine schon mal. An die kleine Ramp. Und da probiere ich mich jetzt mal aus. Und vielleicht geht es dann auch später auf die große. Das ist die kleine Ramp. Ist halt auch schon ein Stück. Also ist auch schon nicht ohne. So, da bin ich. Helm auf, Weste an, Schuhe an. Hab hier ein präpariertes Fahrrad, damit da nichts schief gehen kann. Jetzt guck ich mal, ob das klappt hier. Very nice. Da bin ich so gelandet, wie wenn ich in die Landung reingehe, nach vorne. Weil normalerweise springt man hoch und landet auch in der Schrägen. Das muss ich mir hier aber abgewöhnen, weil hier ist das schlecht. Ah, oh, Junge, das gibt so eine Schelle vom Wasser, weil ich jedes Mal aufs Wasser gucke und voll da reinfliege. Oh. Macht schon auf jeden Fall Laune. Aber gut, dass ich die große Rampe erstmal nicht mache. Ich glaube, das würde schief gehen. So, jetzt probiere ich mal einen 260, wenn das nicht klappt, ist eh egal, weil ich lande ja eh noch im Wasser. Also, probieren kann man es ja. Kalle. Ui! Jetzt bauen wir hier. Probiere ich auch mal den Backflip. Mal gucken. Das war auch ein bisschen langsam. Ich glaube, das BMX fahren lasse ich dann doch lieber den Profis. Aber Bock machen tut's alle Male. Ich denke mal, dann sehen wir uns im nächsten Video. Haut rein.